gehen wir einen ganz anderen Weg ein und gehen rüber zum Fernsehen, nämlich das Thema ARD und ZDF ist für viele ja, sagen wir mal, unpassend, weil viele einfach sagen, ich habe mit den beiden Dingen nichts zu tun, ich weiß nicht, was ARD ist und ich weiß nicht, was ZDF ist. Kurze Erklärung, sind zwei öffentlich-rechtliche Anstalten. So, gibt's Fernsehen, gibt's Internet, gibt's Radio. So, dafür gibt's auch Gebühren. Über die Gebühren will ich nicht reden, keine Sorge, keine Sorge. Mache ich nicht. Nee, das wird nicht passieren. Nicht in dieser Sendung. Nicht heute. Und es geht aber auch darum, dass ja die Politik sich zumindest so weit einmischt, wie ARD und ZDF zumindest die Strukturen von Sendern aufbauen kann. Jetzt würde man direkt behaupten, das sagst du so, als würde man sagen, die sind doch staatsnah. Nein, wenn natürlich Grenzen gesetzt. Selbstverständlich, damit ARD und ZDF nicht alles tun, was sie von diesen 17,50 Euro Gebühren natürlich bekommen. Festgelegt wird natürlich, für was sie das bekommen, natürlich auch der Anteil, sind ja zwei Sendeanstalten, mit dem Deutschlandradio ja quasi drei. Und dennoch müssen sich die Sendeanstalten ja auch für die Zukunft wappnen. Es gab ja schon mal ein Interview in der FAZ und auch bei DWDL, dem Medienmagazin meines Vertrauens, unter anderem mit Tom Buro, dem Intendanten des WDR und dem derzeitigen Vorsitzenden der ARD. Da gibt es ja unter anderem darüber, wie die ARD in 10 Jahren aussehen könnte. Zum Beispiel weniger Sender, lineare Sender, aber auch weniger Hörfunk und so weiter und so fort. Da hat man eine ganze Menge präsentiert. Nun haben sich aber auch die Politiker, beziehungsweise die geradewegs auch für die Medien nämlich zuständig sind, natürlich klar, man muss ja das auch irgendwie regulieren, dass nicht jeder Honk hier irgendwie einfach mal so senden kann, was er will, ohne dass er es irgendwie darf. Und deswegen haben ja neben Heike Raab von der SPD, die ja in Rheinland-Pfalz die Medienstaatssekretärin und Koordinatorin für die Rundfunkkommission der Länder nämlich ist, also sprich für die Landesrundfunkanstalten, sich auch der sächsische Staatsminister oder Medienminister könnte man ihn nennen, Oliver Schenk von der CDU in Sachsen nämlich, sich dafür ausgesprochen, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten nämlich und ihre Gremien bei Entscheidungen, wie zum Beispiel bei Spartensendern, mehr Freiheiten bekommen sollen. Heißt also, dass die Gremien bei ARD und ZDF unter anderem entscheiden, soll das linear sein oder nicht. Ne? Das ist unter anderem nämlich klar, denn eine einzelne Beauftragung von linearen Angeboten heißt, dass die im Fernsehen laufen, werde in dem immer schneller werdenden Wandel der Bedürfnisse des Publikums in einer digitalen Welt nicht mehr gerecht. Und Schenk schreibt so weiter in der FAZ, also in der Frankfurter Allgemeinen, man brauche mehr Mut, zentrale programmliche Entscheidungen der Anstalten wieder in die Hände der Senderverantwortlichen und Gremien zu geben. Klingt also so, dass man den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich nicht mehr so viel vorschreiben möchte, wie was wo hingehört, dass die es selbst wissen. Weiter heißt es von Schenk, sie können viel besser entscheiden, was die Menschen klassisch im Fernsehen erreicht oder viel eher als Angebot im Internet ankommt. Und es geht genauer gesagt, wie gesagt, darum, in einem Szenario zum Beispiel, dass dann nur die Hauptprogramme, also von der ARD ist es ja das erste, was ja auch im Volksmund öfters mal ARD genannt wird, und das ZDF. Die bleiben davon quasi unberührt, weil die könnten dann halt auch die ganzen Formate in den Sendern reinstecken. Aber zu welchen Situationen dann diese Praxis aber auch führen könnte, ne? Das hat man schon mal sehen können, und zwar nämlich beim Sender ZDF Kultur. Den gab es ja noch bis zum Jahr 2013, irgendwie sowas in der Ecke, 2013 so drumrum. Und ist ja jetzt ein digitales Angebot, vor kurzem, vor 2-3 Jahren gelauncht. Und von der Ankündigung, den Sender einzustellen, hat es 3,5 Jahre gedauert, ehe man wirklich dem Sender dann den Stecker gezogen hat. Hieß damals so, man hat den Sender gesagt, jetzt ist er, das war's mit dem Sender, ist Schluss. Nur wann? Das wissen wir selbst nicht. Das können wir nicht sagen, weil uns sind die Hände gebunden, so nach dem Motto. Und deswegen sollte es da dann auch wieder so kommen, dass man dann den Verantwortlichen bei ARD und ZDF, wo dann nicht die Politiker zu entscheiden haben, dann zumindest gesagt wird, ihr müsst jetzt nicht irgendwie auf unsere Sachen warten, weil sowieso, man braucht im Moment in diesen Zeiten sehr viel Geduld, bis ein Sender eingestellt wird, sondern es heißt dann, ihr könnt ihn im Juni einstellen, wird er eingestellt, Punkt aus Ende, so entscheidet das Gremium, Punkt aus Ende. So kann es passieren. In einem anderen Fall aber, wenn wir mal von den Spartenprogrammen weggehen, fordert natürlich der CDU-Staatssekretär oder Mediensekretär Oliver Schenk von der CDU natürlich auch, dass die dritten Programme der ARD, ne, also sprich die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland,
Westdeutscher Rundfunk, MDR ist ja für Sachsen zuständig, Norddeutscher Rundfunk und so weiter und so fort, mehr stärker miteinander zusammenarbeiten, miteinander mehr kooperieren. Dabei verbinde ich hiermit keinesfalls die Existenzfrage, also damit soll es jetzt nicht um Fusionen gehen, weitere AD-Anstalten sollen fusioniert werden. Das meint er natürlich nicht. Weiter heißt es vielmehr, gehe es darum, auch hier den Weg für das Ausschöpfen von Synergien ein wenig breiter zu machen, als dass es unsere jetzige Systematik nach dem Motto doppelt hält besser zulässt. Wenn die Medienpolitik mehr Eigenverantwortung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einfordert, muss sie dies auch zulassen. Ja, es geht unter anderem auch darum, dass ja mal der SWR-Intendant, also der Chef des Südwestrundfunks, Kai Gnifke, vorher Chef der Tagesschau nämlich, mal in einem Interview mit DWDL mal eine Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Rundfunk vorgeschlagen hat. Ja, der Saarländische Rundfunk ist halt für das Saarland zuständig. Aber, das muss man auch so sagen, das SR-Fernsehen, ne, der Fernsehsender, also das dritte Programm vom Saarländischen Rundfunk, zeigt eigentlich dasselbe Programm wie der SWR, wie das SWR-Fernsehen. Nur die Regionalprogramme, wie zum Beispiel, ne, wenn in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entsprechend Nachrichten aus deren Region laufen, laufen im Saarland halt dessen Nachrichten. Und der Saarländische Rundfunk selbst hatte ja, als man das mitgekriegt hat, sofort gesagt, nein, 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 nein. Wir wollen hier selbst natürlich. Und Schenk selbst sagte auch in Richtung der Sender, wie aber auch zu den Medienpolitikern, also die Politiker, die sich mit den Medien beschäftigen oder die halt für die Medien zuständig sind, für eine Wangenburg-Mentalität und Denken in Besitzständen fehlt hier also der Raum, wie für die Angst vor Veränderungen, die auch in den öffentlichen Diskussionen verteidigt werden müssen. Ja, das ist unter anderem auch wahrscheinlich für viele klar. Denn einerseits ist natürlich auch klar, es wird ja jetzt hier nicht direkt dafür verlangt, dass jetzt Sendeanstalten wieder fusionieren. Zuletzt ja 2003 der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg und der Sender Freies Berlin zum RBB, sondern dass halt viele zusammenarbeiten, dass man sagen kann, hier und da können wir Sendungen, die ja auch, wie gesagt, ne, wie auch diese Sendeanstalt produzieren kann, dann davon produziert und dass natürlich auch die Gremien von ARD und ZDF dann halt auch entsprechend, wenn man über entsprechende Angebote nachdenkt, weil Funk hätte zum Beispiel auch ein lineares Fernsehen werden können. Hätte. Ist es aber nicht geworden, weil man sich dagegen entschieden hat und weil man dann gesagt hat, nö, das muss ja nicht unbedingt. Ja, ist zumindest eine gute Entscheidung gewesen, denn das Ganze findet ja online statt, sprich auf YouTube vor allem. Und ja, hat sich ja auch bewährt. Nach, wie lange gibt es schon? 5, 6 Jahre? Lange Zeit.